Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer hier bei uns aus dem Trading Floor in Frankfurt. Ja, und wie gewohnt haben wir uns hier im Trading Floor wieder zusammengesetzt, haben uns auch ausgetauscht über die aktuelle Marktphase, die wir draußen haben, die doch weiterhin recht schwankungsfreudig ist, sowohl was den Tagesverlauf betrifft, als auch über die Woche selbst. Aber das sind zumindest mal sehr, sehr gute Anzeichen dafür, dass möglicherweise nach dieser abgeschlossenen Bodenbildung tatsächlich ein kräftiger Short-Squeeze noch kommen könnte. Und was das genau bedeutet und wie das letztendlich die Auswirkungen hier auf den Markt haben kann, das werden wir gleich miteinander besprechen. Haben wir uns entsprechend die Nasdaq 100 heute nochmals etwas genauer angeschaut. Unsere Plus-Mitglieder sind ja auch bestens informiert. Gestern haben wir den Trade geschlossen. Wir haben auch eine laufende Position auf den DAX selbst. Mit anderen Worten, wir wollen gerne unsere Call-Positionen weiter aufstocken. Und deswegen schalten wir direkt mal hier im Chart rein. Also, der DAX selbst im gestrigen Handelsverlauf, sowohl auch mit dem heutigen Handelstag, sehr schwankungsanfreudig. Wir waren zu Handelsbeginn knapp bei 13.340. Da sind wir auch gerade wieder dabei, uns wieder hochzuarbeiten, waren aber zwischenzeitlich nach dem starken Run heute Morgen wieder knapp bei 13.200. Das Bewegungstief war knapp bei 13.220. Und wir glauben schon, dass wir eine recht gute Chance haben, einen kräftigen Short-Squeeze zu erleben, der sich gewaschen haben könnte. Das gibt Anzeichen dafür, dass die Seitwärtsbewegung, die wir aktuell haben, dass die niedrigen Preise natürlich ganz klar abgelehnt werden, gleichzeitig die höheren Preise ebenfalls abgelehnt werden. Aber wenn es so kommen sollte, dass wir tatsächlich über die 13.400 nochmal durchdrücken sollten, das muss nicht heute sein, vielleicht in den kommenden Handelstagen, dann könnte ein kräftiger Short-Squeeze ausgelöst werden. Was bedeutet das im Strich? Wir werden das um 14.15 Uhr nochmal etwas genauer erläutern, aber vielleicht kurz nur mal ein Punkt erwähnt. Wenn Short-Seller, also das sind große Marktteilnehmer, den Markt leer verkaufen, dann müssen sie irgendwann ihre Position schließen, wenn sie in Schieflage geraten oder Verluste reduzieren wollen. Und in dem Moment, wo sie die Position schließen, muss aggressiv praktisch gekauft werden. Das heißt also, mit Schließen der Position wird dann tatsächlich Liquidität dem Markt hinzugefügt, es wird gekauft. Und das könnte eine sogenannte Kettenreaktion nach oben auslösen. Ist durchaus sehr, sehr interessant und deswegen werden wir uns da auch genügend Zeit nehmen, um 14.15 Uhr da nochmal etwas auf diesen Short-Squeeze genauer einzugehen. Gut, das erstmal ein kleines Update zum DAX selbst. Ja, im gestrigen Tag haben wir die Nasdaq 100 im Gewinn soweit realisiert. Da waren wir auch prozentual sehr gut im Gewinn gewesen oder auch in Euro. Knapp mit 450 Euro haben wir den Trade erstmal geschlossen. Haben uns aber nochmal heute zusammengesetzt und ebenfalls entschlossen zu sagen, okay, wenn dieser Short Squeeze tatsächlich starten sollte, dann hätte die Nasdaq ja weiterhin durchaus kräftiges Potenzial, weil es einer der Indizes ist oder einer der Märkte ist, gerade im Tech-Sektor, wo sehr viele Aktien tatsächlich kräftig nach unten korrigiert haben. Und wenn das ebenfalls im Short-Squeeze-Modus ausgelöst wird, sollte eigentlich auch hier nochmal deutliche Kursziele nach oben angesteuert werden. Und da sehen wir zumindest mal das erste, in Klammern kleinere Kursziel, Richtung 12.600 Punkte. Und das ist ja schon auf dem Niveau eine gigantische Bewegung, wo wir natürlich mit unserem kurzfristigen Handel enorm viel Punkte erwirtschaften können und auch hier entsprechend sehr gut performen können. Aber ihr merkt schon, wir sind da recht optimistisch soweit gestimmt und auch eingestellt auf die Marktphase, auch wenn sie recht schwierig in den letzten Wochen war. Gerade der Monat Juni, der hat es wirklich in sich gehabt mit den extremen Schwankungen und Kurslücken, die nach oben und nach unten aufgerissen worden sind. Aber auch das, liebe Zuschauer, wird irgendwann ein Ende haben. Und wenn hier ein Ausbruch soweit stattfindet oder der Short Squeeze ausgelöst wird, dann sollte eine kräftige Bärenmarkt-Rallye auch soweit starten. So viel erstmal zu DAX und Nasdaq 100, also unser Team-Trade heute. Wir stocken auf. Eine DAX-Call-Position haben wir schon bereits laufen. Wir sind recht optimistisch auch auf die Nasdaq 100, weil wir auch hier mit unseren strategischen Ansätzen, mit den Stops relativ gut arbeiten können. Wenn das Ganze dann nach oben durchzieht, ganz klar werden wir die Stops entsprechend auch anpassen, sodass auch das Risiko aus dem Markt vollständig rausgenommen wird. Und das dazugehörige Zertifikat, was wir uns entsprechend auf unsere Strategie rausgesucht haben, das ist folgende Wertpapier-Kennnummer, wird auch gerade hier eingeblendet. Matadora 5 Emil
Ulrich Caesar. Der aktuelle Briefkurs liegt im Moment knapp bei 8,25 Euro. Hebel 14,07. Und die Knockout-Schwelle, die liegt knapp bei 11.220 Zähler. Also schaltet auf jeden Fall rein. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine recht spannende Sendung, gerade was den Shortsqueeze betrifft und was das im Einzelnen bedeutet. Bleibt dran, wir sehen uns. Bis später.